Wir sind eins. Wir sind die dunkle Seite. Wir sind eins mit ihr und sie ist eins mit uns. Spürt die Macht der dunklen Seite. Ergebt euch ihr. Ergebt euch dem vereinten Ganzen. Lasst uns eins werden. Das sind die Worte, welche die Sith verwenden, um eine Gedankenbombe zu erschaffen. Nur die mächtigsten Sith waren in der Lage, die Macht so zu manipulieren, dass letztendlich eine riesige Explosion stattfindet, welche sämtliche machtsensitive Geschöpfe in ihrer Reichweite verzehrt. Nahe dem Zentrum dieser Explosion verdampfen die Körper der Opfer einfach, dieser Effekt lässt nach außen hin aber auch immer mehr nach. Dies heißt jedoch nicht, dass er dann nicht mehr wirksam ist, es bedeutet lediglich, dass der Sterbeprozess länger und qualvoller ist. Wäre das nicht schon schlimm genug, werden die Seelen der Getöteten in ein durch die Bombe entstehendes Machtvakuum gesogen und dort in einer Kugel versiegelt. Da das Risiko der Selbstvernichtung jedoch sehr groß ist, schrecken sogar die meisten Sith vor dieser Machttechnik zurück. Während der 7. Schlacht von Rusan, etwa 1000 Jahre vor der Schlacht um Yavin, überredete Darth Bane Lord Khan, welcher der Anführer der Dunklen Bruderschaft war, eine Gedankenbombe zu zünden, welche einen Teil der Jedi und alle Sith bis auf Darth Bane in den Tod riss. Dies war unter anderem der Grundbaustein für seine Regel der Zwei. Die Seelen der Opfer, gefangen in einer eisigen Kugel, wurden erst 1000 Jahre später durch Kyle Katarn befreit. Das war's dann auch schon mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst euch bitte eine Bewertung da. Und wenn ihr Bock auf Star Wars Fakten habt, könnt ihr doch mal auf unserem Instagram-Account vorbeischauen. Vielen Dank fürs Zusehen, möge die Macht mit euch sein.